Ist nicht süß? Tja, du wirst den Brotstrauß über deine Schulter werfen müssen. Ach was, wo ist das Ding überhaupt? Ja, da kommt er. Danke. Das wirst du wiederholen müssen. Oh, muss das sein? Nein, natürlich nicht. Eine kleine Regeländerung. Probieren wir doch zur Abwechslung einmal aus, welche von den ledigen Herren demnächst seinen Steuerstatus ändert. Hm? Ah. Ich hatte vorhin schon den Eindruck, dass es dir nicht gut geht. Ist das wegen Hannah? Vater weiß Bescheid. Bereit? Dann hast du es ihm gesagt? Er hat es irgendwie rausbekommen. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, dass es nicht von mir erfahren hat. Ist es wegen mir ist und... Ist wegen dir? Nein, 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 nein. Alles lässt mich. Was? Ich habe heute Morgen einen Beweis zugespielt bekommen. Und Carla konnte auch nicht mehr umhin, es zu leugnen. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie Bernd trotzdem geheiratet hat. Weil ich es so wollte. Ist das hier, Carla, ist denunziert worden? Ich wage mir überhaupt nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn ich dieser Widerwärtigkeit nachgegeben hätte. Aber... Soll ich denn zusehen, wie der Name Lahnstein in aller Öffentlichkeit in den Schmutz gezogen wird? Niemand sucht sich aus, wen er liebt. Was? Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht um Carlas Lüge. Es geht darum, dass sie mich jahrelang hintergangen hat, Cecil. Verstehst du das? Schwarzgeld in Millionenhöhe gewaschen, ist dabei, den Ruf des gesamten Unternehmens zu riskieren. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Die Sache ist überstanden. Ist vorbei. Ich fürchte, du irrst dich. Das ist erst der Anfang. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, aber... Wenn du vielleicht mal eine Nacht drüber geschlafen hast. Vertrauensbruch bleibt Vertrauensbruch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du jetzt bei mir bist.